Für uns gilt hier auch ganz besonders die Aussage, die Waffen nieder, weil wir an der Stelle denken, dass das Nein zum Krieg auch heißen muss, Nein zum Krieg, die Waffen nieder und nicht mit Waffen den Frieden herstellen, das geht nicht. Das ist wie wenn man ein Feuer mit Benzin löschen will. Das geht nicht. Waffen in die Ukraine, die gehören da nicht hin, da gibt es genug von. Das wird ein Flächenbrand, vor allen Dingen, wenn es NATO-Waffen werden. Wir hatten hier in der Vergangenheit die Auseinandersetzung auch schon mal darum, dass Frauen aus der Ukraine für ein Fluchverbot in der Ukraine mit unter Durchsetzung der NATO protestiert haben. Wir haben an der Stelle eine komplett andere Position dazu. Unsere Position heißt, keine NATO-Aktionen in diesem Bereich, das wird ein Flächenbrand und das ganz schnell in die atomare Schiene sich auswirken, ausbreiten. Kein Fluchverbot, wir stehen hier eben halt für die Forderungen, Frieden schaffen ohne Waffen. Diese Welt darf nicht durch Sicherheitsdenken gestaltet werden, denn dieses Sicherheitsdenken gestaltet sich sehr schnell in eine atomare Diskussion, in eine atomare Auseinandersetzung. Und das wäre das Ende auch dieses Kontinents. Das ist sicherlich auch in Ansätzen schon nach Tschernobyl so hier gewesen. Das wird hier sich auch möglicherweise so beim atomaren Krieg um ein Vielfaches verschärfen. Es gibt im Augenblick zunehmend Diskussionen darüber, wie kann denn aus dieser Kriegssituation ein Ende herbeigeschaffen werden. Die Friedensinitiative Nutteln hat eine Veranstaltung geplant, vom Ende her denken am nächsten Montag, an der hier wird also dann versucht aus der Situation, wie kommen wir zu einem Waffenstillstand und wie kommen wir zu einer Entflechtung des Militärischen, wie kommen wir da zu einer positiven Gestaltung. Wir werden sicherlich das Konzept Europa neu denken, europäische Sicherheit neu denken, für uns überarbeiten müssen. Die alten Vorstellungen in dem gemeinsamen Haus Europa so weiterleben zu können, das wird so nicht klappen. Wir werden an der Stelle sicherlich neu darüber nachdenken, wie die Zimmer in diesem Haus Europa neu zu gestalten sind, wie die Etagen neu zu gestalten sind. Aber das spricht nicht dagegen, das Haus Europa neu und sicher zu denken und die Sicherheit in Europa neu anzugehen. Hier geht es um eine verstärkte Friedenssicherung auch in Europa. Wir stehen hier vor dem Friedenssaal. Der Friedenssaal hatte neben der Aussage, dass Friede das höchste Gut ist, auch die Aussage Audiatur et altera pars. Höre auch die andere Seite und das wird in der Frage ziviler Konfliktlösung ganz entscheidend werden, hier auch die andere Seite mit einzubeziehen, die Bedürfnislage der anderen Seite ernst zu nehmen und sich auch ohne auf die andere Seite sich zu begeben, das Verständnis für die andere Seite zu entwickeln. Das wird für die Friedensfrage von Bedeutung sein. Da genügt es nicht nur einen Waffenstillstand. Das ist aber der erste Schritt, um aus Leid, Elend und Tod rauszukommen. Wir begrüßen hier ganz ausdrücklich, dass der Oberbürgermeister und der Rat gesagt haben, die Städtepartnerschaft soll weitergeführt werden. In anderen Teilen dieses Landes hat es auch schon mal in der Auseinandersetzung mit Russenfeindlichkeit, die Absetzung einzelner Bürger aus ihren Posten, russischer Bürger aus ihren Posten als Leiter von Orchestern etc. gegeben. Wir begrüßen, dass das hier in Münster so
nicht weitergeführt wird, sondern dass hier in Münster die Städtepartnerschaft weiterläuft. Wir begrüßen hier auch, dass sich das Schulamt und das Sozialamt sehr ernsthaft darum bemüht, dass russische Kinder in den Schulen nicht weiter gemobbt werden, nicht verstärkt gemobbt werden, sondern dass es hier einen Versuch gibt, sie zu integrieren. Wir begrüßen hier auch, dass der Versuch, die Trennung von guten und schlechten Flüchtlingen nicht in dem Maße stattfindet, wie es in anderen Bereichen stattfindet, wo also auch schon Flüchtlingslager geräumt werden mussten, damit man die besseren Flüchtlinge da unterbringen kann. Das darf hier in Münster nicht der Fall sein.